muss jetzt noch ein bisschen noch mal darüber, weil der Wind, der drückt jetzt wie verrückt. Wir sind rechts, die Behörden. Seht ihr schon, Seenotrettung, dahinter ist Wasserpolizei, Schifffahrtsamt und so weiter. Aber nicht mit dem Auto. Nicht die südliche, das geht bald los, bis zu 4 Stunden Wartezeit. One way. Jetzt liegt er. Hier links ist jetzt Wulin, hier rechts ist Kasibor, die zweitgrößte Insel. Das war Usedom, weil die Kaiserfahrt ja auch künstlich entstanden ist. Ungefähr 18 Quadratkilometer. Hier rechts ist eine Öffnung, da dürfen wir alle nicht rein. Das ist ein ehemaliger Schnellboot- und U-Boot-Hafen. Die alte Svinja entlang. Und im Mittelalter hatten die natürlich hier sowas wie Fährbetrieb, nicht? Da gab es keine Brücke. Und die ist ab 2010 haben sie neu gebaut, errichtet, nicht? Die ist jetzt knapp 5 Jahre in Betrieb. Hier links so Durchgänge seht, das ist von den Fischottern und Bibern. Jetzt geht das bald los, dass ich auch, ich hoffe, letztes Jahr hat gut geklappt, die Abendtouren machen kann. Mich selbst, die Ornithologen, sind international hier, nicht das ganze Jahr. Und freuen sich natürlich auch, wenn sie so einen seltenen Piepmatz vor die Nase bekommen. Und praktisch ist links Insel Wulin und rechts beginnt das Delta. Das geht bis zu den Bergen da hinten. Nicht? Und einen Teil vom Delta schaffen wir. Dauert dementsprechend länger, wenn wir einkehren, wie auch immer. Wenn wir mal irgendwo was Schönes sehen und sagen, hier machen wir eine großzügige Pause. Und der ist auf der anderen Seite, auf der entgegengesetzten. Also hier ist jetzt Osten und links ist Westen. Schaut mal, hier seht ihr noch so einen Biberstock, ne, der den Biber bearbeitet hat. Jetzt habe ich schon Gott sei Dank keine Angst. Zur Zeit, wie die Legende Stöttebeckers war. Das heißt, damals, ob nun Piratin hin oder her, Frauen gab es auf Schiffen, in Männerkleidung. Der hat zwar modernste Elektronik, ist momentan der beste Außenborder, der in der Leistungsklasse auf dem Markt ist. Nach 8 dann. Aber der Motor muss ja so weit drin sein, dass der noch Wasserkühlung hat. Ihr habt da ein paar Wildgänse. Und da ist eine Nebelkrähe oben auf dem Giebel. Da war das manchmal schwarz, die Luft, vor Mücken. Das war nur ein Nachmittag so schlimm. So, jetzt haben wir wieder 80, 90. Ich warte mal noch kurz, mache ich die Trimmung an. Wo die Schwäne sind, ist alles flach. Bei uns selten. Da drüben sehe ich gerade, da sind Blässhühner. Oh, hier. Seht ihr den Graureiher? Ja. Also ihr seht, dass ich nicht schummel. Guck mal, der guckt raus, nicht? Wie flach das ist. Na, so ein Graureiher ja, schwimmt in dem Sinne nicht, ne? Das ist da schon die Sandbank. Ja? Ja, okay. Ich mach das vorsichtig. Nicht wackeln, bitte.
Also Sie können total locker bleiben. Ich gehe halt den Gleitpfad über, nicht? Da habt ihr ja jetzt schon so ein bisschen Gewöhnung. Da ist Ahlbeck, dann kommt nach rechts weiter Heringsdorf, ist schwer zu sehen. Und noch ein Stück weiter, ja genau. Nicht? Und hier vom Segelschiff hier links, rechts davon, also dahinter, da ist ja der Hügel, ist ein Berg. Und wo der rechts runter geht, ist von hier aus die deutsch-polnische Grenze. Dann sucht euch Schattenplätzchen oder hier drunter müsst ihr gucken gleich. Nicht?